Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um eine weitere nützliche Mix-In, die ich mir mal irgendwann geschrieben habe, die ich wieder rausgegraben habe. Und wir nehmen hier einfach mal, wir fangen direkt an. Und zwar wollen wir uns heute damit beschäftigen, Dinge auszublenden und wieder einzublenden, wenn wir irgendwas anderes zum Beispiel überfahren. Das heißt, wir machen hier eine Mix-In namens Toggle. Und das ist so ein bisschen an den jQuery-Namen angelehnt. $show. Nennen wir das ganze Ding einfach mal. Das wird ein Boolean nachher sein. Und jetzt sagen wir hier, wir wollen add if. If $show. Das bedeutet so viel wie if $show gleich true. Das kann man sich aber theoretisch sparen. Ich schreibe es jetzt hier trotzdem mal ganz kurz hin, weil ich euch gleich noch was damit zeigen möchte. If show, also wenn das wahr ist hier, dann mach folgendes. Die Visibility wird auf Visible gesetzt, Visible, und die Opacity auf 1 und die Transition, Transition, ihr kennt das Ganze, wir können das natürlich auch mit den Vendor-Prefixes machen, müssen wir jetzt aber in dem Fall von Transition eigentlich nicht wirklich machen, das habe ich euch ein bisschen verschwiegen, ich weiß, aber ja, also im Endeffekt ist es ganz okay, wenn man es ohne macht, die meisten Browser kennen das mittlerweile schon. Wir machen das hier eine Sekunde. Und wir lassen auch die Opacity. Wir lassen auch die Opacity mal einfaden sozusagen. So, das Ganze wird quasi ausgeführt, wenn ich das Ganze zeigen möchte. Und jetzt gibt es aber noch den Fall, dass ich es wieder verstecken möchte. Das heißt, else if, da haben wir wieder ein else if. So, und jetzt machen wir das Gegenteil von dem true, das heißt $show gleich false. Das ist ungefähr sowas wie zu schreiben not true sozusagen. Also wenn das nicht wahr ist, wenn das hier nicht wahr ist, das ist quasi dasselbe, wenn ich das so schreibe. Und dann kann ich genauso hier hergehen und einfach das hier weglassen und das hier weglassen. Das heißt, if not show, also wenn show false ist, dann macht das hier. Das sind logische Operatoren, das heißt, ich kann diese Dinger miteinander verbinden. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir gehen jetzt hierher und dann nehme ich einfach mal diesen Code und kopiere mir den hier. So, wir machen hier natürlich auf Hidden die Visibility, Hidden, die Opacity auf 0 und dann einfach die Transition von der Visibility eine Sekunde und die Opacity auch. Okay, wunderbar. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. Und wenn ich jetzt hier was mache, dann passiert rein gar nichts, weil ich es überhaupt noch nicht benutzt habe. Selbstverständlich. Dazu muss ich mir ganz kurz mal die Klassen angucken. Wenn ich Wrapper, wenn ich Punkt-Wrapper hovere, dann möchte ich, dass das Ganze wieder angezeigt wird. Das ist okay. Das können wir machen. Wir sagen hier, wir gehen einfach hier unten drunter. Punkt, Box, keine Ahnung, nehmen wir einfach Box 4. Ne, wir nehmen Box 1, die ist ein bisschen größer. Komm schon. Box 1 hat die Eigenschaft, Box Punkt. Nehmen wir Box 2 zum Hovern und Box 1 zum Faden. Add include. Wie haben wir es genannt? Ich glaube, ich habe es Toggle genannt. Ja, wunderbar. Toggle. Und hier stecken wir jetzt dann einfach rein, dass wir es eben nicht, also dass wir es ausschalten wollen. Deswegen hier ein False rein. Und wenn wir jetzt hier unten das Ganze benutzen wollen, wieder, also wieder angezeigt haben wollen, dann sagen wir einfach Box 2 Hover. Wenn wir die hovern, dann soll die Box 1, add include toggle true. So, was das genau macht, das sehen wir im CSS auch so ein bisschen. Hier sehen wir, Punkt, ja, im Endeffekt kennt ihr das Ganze eh schon. Ist nichts Neues für euch, aber wir gucken uns jetzt einfach mal an, was hier passiert, wenn wir hier drüber fahren, oder wenn wir nirgends drüber fahren, besser gesagt. Moment, habe ich die falschen. Eine Sekunde. Ach ja, okay, das Ding hieß Wrapper, nicht Box 2. Box 2 war das hier unten, sorry, war gerade völlig verwirrend. Der Wrapper natürlich hier, meine ich, selbstverständlich. So, okay, ja, natürlich. Okay, gut, wenn wir das jetzt haben, dann sehen wir hier, wenn wir das jetzt haben, dann ist das Ding natürlich ausgeblendet. Und wenn ich drüber fahre, über meinen Div 1, dann erscheint es wieder. Wenn ich wieder runterfahre, erscheint es eben wieder nicht. Also es ist quasi sozusagen so ein kleines Gimmick, was man einfach so einbauen kann über CSS, was dann natürlich in CSS auch ohne Probleme funktioniert. Aber wir haben dafür eine Media Query, das heißt, eine Media Query, eine Mix-In.
Und was wir hier einfach direkt einbauen können, wenn wir das wollen. Jetzt noch zu diesen wunderbaren Operationen hier, diese boolschen Operationen. Dieser Datentyp, true und false, ist ein Boolean, also ein Wahrheitswert, sagt man auch. Und damit kann ich mehrere Optionen machen. Ich kann die verknüpfen. Nehmen wir einfach mal an, ich habe zwei Booleans. Das heißt, ich habe einmal hier Dollar true, nenne ich das jetzt einfach mal. Nee, ich nenne es auf Deutsch Dollar wahr. Ups. Dollar wahr, damit man nicht durcheinander kommt, ist gleich true. Und dann habe ich Dollar false, falsch, ist gleich false. So, das hier sind Wahrheitswerte. Komm, weg mit dir. Und das hier sind jetzt Wahrheitswerte, mit denen kann ich Dinge tun. Also zum Beispiel hier eben reinstecken und dann in einer if evaluieren. If true wird immer zu wahr. Das heißt, das hier wird wahr, wenn show true ist. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel Dollar wahr reinstecken würde, würde das funktionieren. Wenn ich hier false reinstecke, dann lande ich hier. Das heißt, if not show, also wenn show false ist. Jetzt kann ich die beiden Werte aber auch miteinander kombinieren. Das heißt, wenn ich hier Dollar wahr and Dollar false habe, Dollar falsch natürlich, dann ist es so viel wie wenn wahr und falsch beide wahr sind. Und nur dann wird das auch wahr. Das ist in etwa so, wie wenn ich hier schreibe, show muss wahr sein. Und jetzt habe ich hier hinten von mir aus noch eine zweite Variable, $show2 and $show2. Dann bedeutet das für mich, es müssen beide Variablen auf true sein, sonst wird das Ding hier nicht ausgeführt. Sonst wird irgendwas anderes ausgeführt. Also sonst wird das hier einfach übersprungen. Dann gibt es aber auch noch OR, das heißt entweder oder, also nicht entweder oder, sondern ein nicht exklusives oder. Also es reicht, wenn eins von den beiden wahr ist. Also wenn Show wahr ist, wird das ausgeführt, wenn Show 2 wahr ist, wird das ausgeführt und ansonsten wird der Rest vom Code angeguckt. Ups. Also der Teil hier unten. Das mag ein bisschen verwirrend sein, jetzt werdet ihr auch sehr, sehr selten brauchen. Falls ihr es braucht, dann schaut einfach nochmal in dem Video vorbei, ihr wisst ja, wo ihr es findet. Und ja, ansonsten denke ich mal, das ist schon ziemlich das, was man alles braucht. Not braucht man häufiger mal und dann natürlich diese if-Vergleiche, die sind sowieso essentiell. Okay, ja, und das war's von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.